Hier in Niederweidbach auf dem Friedhof und wir werden hier gleich eine Trauerfeier haben. Und wieder werden nur ganz wenige Menschen kommen, das ist ja nicht anders möglich in dieser Zeit. Und ich ermutige euch heute, dass ihr Trauerkarten schreibt, wenn ihr hört, dass ein Mensch gestorben ist. Es ist für Angehörige ganz wichtig und schön zu merken, dass ihr nicht alleine trauern, dass andere mittrauern und dass ihr Verstorbener für andere viel bedeutet hat. Also, schreibt Trauerkarten, wenn ihr hört, dass ein Mensch gestorben ist, und schreibt in die Karte hinein, was ihr bei einem Händedruck auch sagen würdet oder was ihr bei einer Umarmung sagen würdet. Das ist wichtig für die Angehörigen, das tröstet und hilft. Und das ist eine gute Hilfe in dieser Zeit, in der wir eben nur mit wenigen leider auf dem Friedhof sein dürfen.